Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier. Willkommen zurück zu Death Stranding. Bist du verletzt? Danke, Bridges. Unglaublich, dass du lebst. Das ist mein Spruch, Dummerchen. Ich dachte, du wärst tot. Mutter sagte das von dir. Ich habe es gehütet. Immer. Aber nach dem Angriff ging es nicht mehr. Ich wollte es reparieren, damit der Sand wieder läuft. Doch das fühlte sich an wie ein Schlusspunkt. Wie dich zu vergessen. Naja. Jetzt können wir nach vorn schauen. Gemeinsam. Du und ich. Wenn du bereit bist. Natürlich. Der Mann, den ich kannte, handelte nicht mit Schrott. Er reparierte Dinge, machte sie wieder wie neu. Die Teile einsammeln und das Beste daraus machen. Das kann ich auch am besten. Aber dieses eine Teil brauchen wir nicht. Die einzige Zeit, die zählt, ist die Zeit, die ich mit dir verbringe. Also zählen wir unsere Momente doch selbst. Gemeinsam. Ich bitte dich, mich zu heiraten, Dummkopf. Werde ich. Ich will. Ja. Und noch etwas. Was? Vergib meiner Mutter, bitte. Sag ihr, dass wir das hier wollen. Hilf ihr, es zu verstehen und zu akzeptieren. Denn sie braucht uns. Und ich brauche sie. Okay. Dinge gerade biegen kann ich. Yay, wir haben offiziell Menschen zusammengebracht. Das erste Mal. Ah, ich glaube, ich habe mich ein bisschen lang gelegt, deswegen vielleicht. Hundertundfünf. Sorry, dass ich so ein Arsch war. Ich habe dich und Fragile schlecht behandelt. Ich werde mit meiner Kleinen ganz neu anfangen. Und wenn ich auch nicht annähernd das schaffe, was ihr da draußen macht, so will ich meinen Teil leisten. Wenn etwas repariert werden muss, kommt zu mir. Die UCA kann auf mich zählen. Ich werde mich dran gewöhnen müssen, aber es wird Zeit. Wir kommen ins UCA-Netzwerk. Ich lasse euch nicht hängen. Versprochen. Wir werden dich nie vergessen. Danke. Mega. Like. Ab ins Netzwerk mit euch. Wenn das so weitergeht, ey, boah, machen wir ganz schön schnell Fortschritt gerade. 220 Minuten. Das heißt, als ob irgendwas schief läuft.
Und wieder ein Teil dazu. Jawoll. Und den Gold? Wo ist der Unterschied? Schockbombe. Yes. Und im chiralen Netzwerk sind wir auch. Sam, die ganze Region ist jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden. Oh ja. Auf zum nächsten Gebiet. Es wird Zeit. Um South Nord City einzubinden, musst du eine Lieferung von Lake Nord City ausmachen. Ich kann nicht ganz folgen. Wieso bringen wir die Leute nicht ins Netzwerk? Dann können sie drucken, was sie brauchen. Du kannst nicht alles drucken. Das ist dir klar, oder? Nahrung, Medikamente, organische Verbindungen, dein gegen GDs erwiesenermaßen so effektives Blut. All das kann man nur auf altmodische Art verschicken, nicht über das Netzwerk. Seit dem letzten Angriff kommen die Einwohner von South Nord nicht mehr auf die Beine. Damit sie überleben können, brauchen sie alle Vorräte, die Lake Nord erübrigen kann. Geh hin und nimm den Auftrag an. Übrigens, manchmal trittst du die Rückreise auch ohne jede Fracht an, oder? Völlige Verschwendung. Mach das Beste aus jeder Strecke, indem du immer eine Lieferung dabei hast. Zum Beispiel kam gerade etwas vom Schrotthändler rein. Wohl ein gemeinsamer Auftrag von ihm und der chiralen Künstlerin. Ich denke, es wäre am besten, wenn du ihn annehmen würdest. Genaueres erfährst du am Terminal. Gar kein Problem. Vorsicht, Sam. Das chirale Niveau nördlich von South North City ist ungewöhnlich. Die Zahlen deuten auf schweren Zeitregen im Gebiet hin. Scheint eine Art Unwetter zu sein, aber etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Wobei ich es ehrlich gesagt natürlich auch nicht sehe. Das Unwetter sollte direkt außerhalb meines Labors toben, aber mit dem Baby kann ich nicht nachsehen. Bis jetzt scheint es kaum Schaden angerichtet zu haben, aber könntest du für mich nachsehen? Nur halt bitte genug Abstand, okay? Yikes. Dann werden wir mal danach sehen. Und lasst mich raten, mein privater spinnt? Ja, den teile ich mir natürlich nicht die ganze Zeit, sondern ich muss wieder zu diesem Shitpunkt hinrennen. Und mir alles wiederholen, ey. Macht aber nichts, ehrlich nicht. Wir haben so viel Vorräte, wir können das eigentlich alles wieder nachholen. Deshalb. Ausrüstung herstellen. Mit diesen kleinen Schätzchen kannst du deine Feinde betäuben und dir eine kleine Atempause. Einfach ausrüsten. Sie sollten. Aber nur Lebewesen. Hab ich schon verstanden. Alles gut. Davon mache ich erstmal eine. Die könnte mir den Arsch retten, falls ein Fahrzeug mal hinter mir ist. Fahrzeug. Ein TCK 1, 2 Stück. Das Geschwindigkeitsskelett Gold, wo ist der Unterschied? Das eine ist halt Gold, das andere nicht. Fertig. Anti-GT-Waffe haben wir dabei. Bola-Gun. Ist okay. Lastenschwerer brauche ich nicht. Vielleicht mal eine 2-Leiter mitnehmen noch. Sehr schön. Das gefällt mir. Bin noch ein bisschen leichter als vorher. Sowieso genug Shit dabei. Und guck mal, wie viel Blutbeutel ich dabei habe. GDs haben eigentlich kaum eine Chance noch. So, aber ein zweites Paar Stiefel habe ich auch. Gut. Mega ausgestattet. Aufträge annehmen. Ach, da muss ich in das Verteilerzentrum von Lake Nord City. Voll durch GD-Gebiet und Zeitregen, ey. Naja, gucken wir mal, wie wir das schaffen mit dem Ding. Schwere Fracht nach unten. Auftrag zugewiesen. Prototypen. Und ein Standardauftrag. Handwerker, Schrotthändler und Verteilerzentrum. Perfekt. Wetterstation oder das. Gut, alte Kriegsaufnahmen. Wenn die denn so wichtig sind, nehmen wir die doch auch gleich mit.
Gut, das ist heavy. Kein Kraftskelett, nur das Geschwindigkeitsskelett, aber wir haben draußen das Motorrad stehen und ich hoffe, wir kommen durch die GD-Zone, ohne irgendwas zu machen. Auftrag zugewiesen. Let's go. Das Anrad ein bisschen mehr Ladung. Ich kann nur nicht mal stehen bleiben gerade. Booyakasha. Bisschen überladen sind wir, macht aber nichts. Gut, erstmal werde ich alle Markierungen löschen, die ich habe. Und dann ziehen wir uns hier eine Linie hin. Oh fuck. Ah, jetzt. Boah, drifte doch nicht so ab. Das wird scheiße durch dieses GD-Gebiet, ey. Aber ein Hoch auf das Motorrad. Ah, Mules könnten hier sein, ja. Sag nicht umsonst, dass wir Schockbomben hier einsetzen. Nein, ich habe scheiße gepinkt. Ja. Oh, da habe ich gut gepinkt. Oder ist hier einfach keiner mehr? Ja, da rüber zu kommen wird jetzt interessant. Da muss ich nämlich einmal hüpfen. Ja, 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 ja. Boah, das ist so gefährlich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin ja schon fast da. Da hinten fahren die Idioten wieder. Die erinnern sich bestimmt nur an letztes Mal. Scheiße, wo komme ich nicht darüber? Die sind ja immer noch ausgenockt. Oh, was ist das denn? Ich werde anvisiert von dem. Haben die neue Waffen am Start? Ja, ja, der kann schießen. Man müsste noch eine Brücke bauen. Ich glaube, hier komme ich rüber. Nein! Ah. Tja, so sieht's aus, wenn man das nicht schafft. Und alles ist beschädigt. Scheiße. Oh, fuck. Ich wusste, ich hätte gerade darauf zufahren sollen. Epic Fail, ey. Wie komme ich jetzt hier raus? Nein, ich kann nicht pingen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Uiuiuiuiui. Kann ich einfach einen Haken werfen und sagen, hey, ja, Das ist so einfach gewesen. Es war ja noch nicht mal breit. Tja, kann ich hier irgendeine Wand hochklettern? Ansonsten sieht es düster aus, ey.
Also ich kann hier lang gehen, ich kann aber auch hier lang gehen. Da könnte ich eventuell hoch. Mal kurz eine Markierung setzen. Wir kriegen das schon wieder hin, aber schade ums Fahrzeug. Ja, hier komme ich wieder hoch. Moment, ich kann es mitnehmen. Ich passe hier doch durch mit dem Teil. Das stand ja fast zerstört. Ist es, so ist es, so ist es. Fahrzeug reparieren. Kriegen wir schon hin, kriegen wir schon hin. Hätte ich eigentlich mitnehmen können, egal. Doch, hier passe ich durch, hier passe ich durch. Yes, baby. Gut, die Mules sind eigentlich auch kein Problem mehr. Aber ich bin ganz schön weit weg, finde ich gerade. Boah, ich dachte, das Ding hält jetzt an. Goddammit! Wieder voll gegengeklatscht. Ich muss nur noch wieder den Sprung schaffen. Gut, 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 gut. Irgendwie sind die Mules auch alle weg. Ah, die sind noch da. Baby. Hier müssten eigentlich noch mehr Brücken gebaut werden. Aber die ist schon ganz gut. Und willkommen im Verteilungszentrum. Das ging eigentlich relativ schnell. Wenn ich nicht runtergefallen wäre. Passiert. Liefern wir die Ware ab.